Schweizerischer Landessender Beromünster. Jeden Samstag gibt es eine Sendung der Kunst auf Radio Beromünster. Berichte und Ereignisse, die man nicht verpassen sollte. Geschätzte Damen und Herren, wir sind heute Morgen hier im Goldigen Ochsen. Auf dem Tisch ist wiederum ziemlich viel Material. Auch sichtbar ist die U-Bahn und ziemlich viele Papiere, die Robert Odermatt Erledigungen gemacht hat, um diese U-Bahn zu retten, die ich ja eigentlich aus dem Boden genommen hätte. Vis-à-vis von mir ist Silas Krembühl, unser Direktor vom KKB, und wir zwei sind ja die, die die letzten 10 Jahre da zusammen gemacht haben und den Betrieb organisiert haben. Dazwischen war auch noch David Bucher sehr wichtig, der die Betriebsleitung gemacht hat, etwa 6 Jahre lang. Oder? Das war anfänglich nicht gleich, aber dann mit der Zeit hat er so wie den Betrieb ein bisschen geleitet. Ja. Für mich wäre es eigentlich gar nicht mehr vorstellbar gewesen, weiterzumachen ohne ihn. Aber er wollte nun mal austreten aus dieser Wetzdiktatur, kann man ein bisschen sagen, oder nicht? Ja, das weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, ja, das fällt mir schwer, diese Situation einzuschätzen. Weil ich bin ja auch persönlich sehr gut mit David befreundet. Ja, das bin ich auch und das bleibe ich sicher auch. Also, weil er hat ja ganz wichtige Sachen gemacht. Aber dass er nach einer gewissen Zeit, nach sehr viel Interventionen an meinem Kunstwerk, oder? Man muss sich ja natürlich auch ein bisschen bewusst werden, es sieht ja immer zwischendurch so aus, als ob das KKB eine Kunstinstitution wäre, aber das ist es ja nicht wirklich. Also ich habe das nie wirklich so beabsichtigt. Ich will ja kein Kunstinstitut führen, sondern ich will ein Kunstwerk machen, das ein Gesamtkunstwerk ist, und dabei brauche ich einer, der mich die ganze Zeit begleitet, und das ist vor allem eine künstlerische Begleitung, das ist weniger eine betriebstechnische Begleitung, und diese Rolle hast du eigentlich immer gemacht, oder? Ja, aber David habe ich ja bei den Pfadfindern kennengelernt, in der kantonalen Leitung, und er ist halt wirklich auch einfach ein sehr guter Pfadfinder, im Sinne von, er kann einfach improvisieren und er kann alles, und deswegen möchte ich ihn in Zukunft dann unbedingt wieder irgendwo mit dabei haben. Ja. Das ist für mich eigentlich klar. Ich habe gesagt, ich mache nichts mehr ohne David. Aber das nützt nicht, wenn das mein Wunsch ist. Das muss natürlich auch sein Wunsch sein. Ja, und das sehen wir. Also genau. Es ist einfach, wenn er nicht da ist, gibt es einen ganz anderen Betrieb. Das ist die Wirklichkeit, oder? Es gibt eigentlich einen ganz anderen Betrieb, oder? Aber es wäre lustiger und schöner für uns beide, wenn er dabei wäre, oder? Ja, ich habe das immer sehr geschätzt, dass er hier gearbeitet hat. Ja, aber jetzt gehe ich mal auf seine Seite. Ich habe unterdessen auch überlegt, was seine Seite ist, wo er sagt, jetzt trete ich mal aus, oder? Er hat nicht gesagt, dass er für immer austreten wird. Aber ich trete mal aus, oder? Das verstehe ich natürlich gut, weil ich habe natürlich mit der Corona einen ziemlich großen Stress fabriziert, habe so gemacht, so gemacht, so gemacht, immer wieder Änderungen gemacht, die ganze Zeit, oder? Und für den Betrieb ist das natürlich nicht gerade förderlich. Und zuletzt komme ich noch und schließe diesen Betrieb. Das hat er dann nicht mehr wirklich begriffen, oder? Hast du das begriffen, dass ich diesen Betrieb schließe? Ja gut, meine Situation war von daher noch etwas anders, weil ich zu der Zeit gerade in Berlin war und ich habe das eigentlich ja gar nicht so richtig mitgekriegt, beziehungsweise du hast mich dann einfach informiert, und also als es dann schon so weit war. Also das heißt, ich musste ja dann zuerst irgendwie
einschätzen, was jetzt deine Nachricht bedeutet und wie das jetzt konkret aussieht. Ja. Also, aber ich habe das ja wirklich nicht so eins zu eins dann in dem Moment mitbekommen. Aber ich habe mitbekommen, dass es für dich, Anführungs- und Schlusszeichen, eigentlich gar kein Problem ist, sondern es ist einfach eine Entscheidung, die im Moment Wett macht und du denkst, das kann schon richtig sein, oder? Ja, also ich meine, wir arbeiten ja jetzt schon wirklich, wie du schon gesagt hast, schon 10 Jahre zusammen. Und ja, sogar noch mehr. Oder? Also, ja, eigentlich noch mehr natürlich, ja. Und also ich weiß ja, oder ich habe dich ja gut kennengelernt. Also das heißt, ich bilde mir ein, dass ich schon ein bisschen realistisch einschätzen kann oder dich ein bisschen realistisch einschätzen kann. Und einerseits bedeutet das auch, dass ich ein gewisses Vertrauen habe und andererseits bedeutet das auch, dass man nie genau weiß, also es ist immer eine Wundertüte auch. Also das heißt, das gehört einfach dazu, sonst müsste man ja nicht zusammenarbeiten, wenn man das nicht möchte. Ja, es ist einfach so, dass man klassisch von außen oder manchmal auch von innen annimmt, dass wir ein reguläres Bild malen. Oder das ist ja, ich kann es nicht anders vergleichen. Ich habe das beim Interview mit Dalbisser schon so gesagt. Ich male hier ein Bild, oder? Für diese Malerei brauche ich einen gewissen Raum, einen klassischen Raum, kann man sagen. Und manchmal kommt es einfach so, dass dieses Bild über den Rand hinweg geht und dass es einfach ganz andere Formen annimmt in meinem Kopf, wo es nicht mehr wirklich halt in den Rahmen passt, oder? Und das ist um einmal mehr passiert. Das ist ja nicht das erste Mal. Mhm. Ich habe auch schon, es war auch schon die Eskalation, damals habe ich gesagt, wir machen ein Jahr Pause, oder? Wo ich das gemerkt habe, dass dieses Bild jetzt total über den Rand hinausgeht, oder? Ja. Ja, und ich habe die Situation auch so eingeschätzt. Also es gab ja dann, du hast ja dann auch noch weg und es gab dann viele Gespräche quasi von Leuten, die verunsichert waren, auch aus dem Team und so. Und aber ich habe dann immer gesagt, ja, aber also ich meine, ich finde jetzt nicht, dass das eine in dem Sinne, natürlich ist es eine außergewöhnliche Situation, aber es ist nichts, also was irgendwie aus dem Rahmen fällt oder so, sondern ich habe immer gesagt, das ist, also Wetz ist einfach Wetz, Wetz macht einfach immer das, was Wetz macht. Also, also mich hat das nicht so schockiert oder ich habe nicht so große Fragezeichen gehabt wie vielleicht andere Leute. Ja, ja, aber wie sollte man sonst eine solche Begeisterung hinkriegen, wie wir diese hier haben? Oder wir haben Besucher, die eigentlich ausflippen, das muss man sehen, oder? Also jetzt gerade in letzter Zeit hatte ich ja sehr viele Gruppen hier geführt und obwohl das Haus ja zu war, hatte ich auch die ganze Zeit Gruppen geführt. Und wenn ich das Revue passiere, wie reagiert eine Gruppe auf dieses Haus, dann ist es so, dass beim Ausgang, also nach dem meist unglaublich langen Applaus, beim Ausgang die Leute mir oft sagen, sie hätten noch nie so etwas erlebt. Auch Leute der Kunst, sei es Kunsthistoriker, die hier waren, sei es Leute von Museen, die ja oft zu uns kommen, um ein bisschen diesen Spirit auch für sich selber zu gewinnen, sagen sie oft, oder? Und beim Ausgang sagen sie, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Das hat aber damit zu tun, weil es eben kein Institut ist, sondern weil es ein Kunstwerk ist, oder? Und dieses Kunstwerk kann ja auf jede Situation eigentlich reagieren. Das ist ja der Unterschied zwischen Kunst und nicht. Ich habe auch mit Thomas Hirschhorn beispielsweise diskutiert. Ihm passiert ja das ständig, dass er aus dem Rahmen fällt, dass er mit seinen Projekten, die oft nicht mal durchgeführt werden können, weil sie total schon juristisch und so weiter nicht möglich sind. Aber das sind die wirklich guten Projekte, die gemacht werden. Das sage ja nicht nur ich, oder? Mhm. Auch der verstorbene Martin Heller sagt, so müsste man es machen können, oder? Aber wir können das machen, weil der Landessender Bern und Münster gehört mir.
du bist für mich die wichtigste künstliche Begleitung, die immer reflektieren kann, die auch gegen außen mit genug gutem Material, auch wissenschaftlich und so weiter, agieren kann. Und dann haben wir immer Leute, die wir dazu holen können, wie zum Beispiel Professor Charles Moser, der wieder reflektiert, eine Zeit lang Peter Fischer, der etwas dazu sagt, dann sind es, ist es Roland Wetzel, der etwas dazu sagt. Es sind immer auch Leute, die mit viel Potenzial, das letzte Mal beim Kunstmuseum in Basel spüren wir, da kommen Leute vorbei, die Rang und Namen, Schweizerisch und auch darüber hinaus Rang und Namen haben. Und alle die finden, es ist so richtig, oder? Und das gibt natürlich mir schon ein Selbstbewusstsein, dass ich da auch Sachen mache, die eigentlich nicht gehen, oder? Ja, das ist ja auch wichtig. Man kann ja dann, also das sind vielleicht auch so Erfahrungen, würde ich schlussendlich wieder sagen, vom Spazieren gehen. Irgendwie, man kann ja nicht, also für mich sind das, wie ein Mensch sich verhält und so weiter, das sind ja immer auf eine Art auch einfach Symptome dieses, also auf diesen Menschen bezogen. Und irgendwie kann man da nicht aussuchen, das möchte man jetzt und das möchte man nicht, sondern ein Mensch ist eben wie er ist und man kann einfach entscheiden, ob man sich mit ihm abgeben möchte oder zusammenarbeiten möchte oder nicht. Aber man kann nicht wirklich die einen Sachen herauspicken und die anderen, also es ist ja dann eine gesamte Geschichte und das ist genau das, was interessant ist, glaube ich, dem Raum zu geben, wie es sich eben verhält und ich bringe ja dann wieder eine andere Geschichte dazu, die in gewisser Weise sind ja wirklich auch sehr gegensätzlich und ich glaube, das tut mir dann eben auch immer so gut, deine Art und Weise, die auch anders ist, eben, dass ich, manchmal habe ich auch die Tendenz, vielleicht ein bisschen zu kopflastig oder ein bisschen zu konform oder so, oder klassisch unterwegs zu sein. Und das gut, gibt das dann bin wieder ich den, natürlich froh, das gibt dann wieder den Gegenpol dazu. Ja, ich bin natürlich froh, dass du so bist, wie du bist, weil sonst würde es mit Sicherheit auch nicht gehen, ein solch konstruktives Projekt wie das Kunst im Spital zusammen zu machen. Oder? Ja, das ist so. Bei diesem Projekt ist es ja immer wichtig, dass du, wenn der Wetz radikal wird bei diesem Projekt, dass du ihm sagst, so nicht, oder? Aber dort ist es einfach klar, dass du der Chef bist und ich respektiere das, aber sonst wäre es schon manchmal nicht gut gekommen, wenn ich meine Radikalität da Einfluss gehabt hätte. Aber hier im Haus ist es eben so, dass meine Radikalität ganz direkt Einfluss hat. Und wäre es ein Institut, oder? Also wäre das KKLB ein Institut, das heißt, es hätte eine Vorsitz von Leuten, Kommission und so weiter, dann wäre ich schon mehrfach entlassen worden. Oder? Ich wäre ganz sicher, könnte ich dieses Institut schon lange nicht mehr weiterführen, weil solche Radikalitäten, die ich oft schon gemacht habe, da würde ich einfach rausgeworfen, oder? Ja, und wenn man diese Situation ja nicht hat, dann muss man das ja unbedingt nutzen, dass man das eben nicht hat. Genau. Und im Spital ist es eine total andere Situation. Da machen wir natürlich auch ein Kunstprojekt, aber man könnte es auch so anschauen, dass wir natürlich ein Produkt machen, das eingekauft wird. Und da ist mir das letzte Mal auch in den Sinn gekommen, wieso ich auch zum Beispiel jetzt auch diese Filme gemacht habe, die bald erscheinen über das Projekt. Da geht es dann darum, dass eigentlich quasi die Geschäftsleitung auf der anderen Seite, die möchten eigentlich, die wählen eigentlich in dem Sinne nicht das beste Produkt oder so in dem Sinne, sondern die wählen das kleinste Risiko. Die wollen jemanden, der ihre Probleme löst und auf den sie vertrauen können, also Vertrauen haben können, dass die Arbeit eben seriös und gut und in ihrem Sinne gemacht wird. Das ist wahrscheinlich die Sichtweise, wie es ein Manager hat. Und da müssen wir natürlich dann ein bisschen seriös auftreten und auch eben zeigen, wie substanziell gut auch unsere Arbeit ist. Ja, aber ich habe auch dann wieder mit diesem Produkt
KKLB, mit diesem Kunstwerk KKLB, mit diesem Gesamtkunstwerk KKLB, die Möglichkeit, dieses Projekt total zu vermitteln, oder? Ja. Und dort, bei diesem Projekt, ist die Kreativität, der Verlauf, was da genau passiert, oder? Der ist ja so spannend und auch eigentlich eine ganze, es hat eine Wirkung auf die Kunst im öffentlichen Raum im Allgemeinen und die speziellen im Spital und dessen Wirkung. Und dann habe ich hier dann Fachleute von Seiten der Kunst, von Seiten Spital, die dieses Projekt dann von einer gewissen Distanz anschauen. Und man sieht, es hat eine unglaubliche Wirkung, oder? Eine unglaubliche Wirkung, eine positive Wirkung, nicht nur auf das Personal, auf wichtiges Personal, sage ich vor allem, auf Leute, die sich dort verhalten, die sehr wichtig sind für den Spital, einerseits, und andererseits auch für Patienten, die den Spital bewusst wählen, Privatpatienten, die vor allem den Spital bewusst wählen, weil sie dieses Projekt im richtigen Sinne eine Zukunft eines Spitals ansehen, oder? Und dass diese Wirkung, auch letzten Endes finanzielle Wirkung für den Spital, ist sicher sehr positiv. Und, aber ich glaube nicht, wenn unser Projekt hier ein Institut wäre, ein klassisches Institut wäre, dann könnte man dieses Spitalprojekt gar nicht wirklich richtig vermitteln. Das wäre nicht möglich, weil es wäre dann wie ein Fremdkörper. Man müsste ja immer schön das machen, was jetzt gerade Sache ist. Also im Moment müssen wir eins zu eins vor allem die Ausstellung Blumen für die Kunst vermitteln, unsere Jubiläumsausstellung, eins zu eins. Natürlich mache ich das auch, aber manchmal mache ich das nur am Rand, weil eben die Gesellschaft, die kommt, gerade eine andere Wichtigkeit hat, oder? Ja, und ich glaube auch, wenn wir das als klassisches Institut durchführen würden, jetzt Kunst im Spital, dann wäre es so auch in der Form auch von den Ressourcen her nicht möglich. Also rein finanziell, wenn man das ganz klassisch angehen würde, dann würde das Projekt locker 3-4 Mal so viel kosten, wie es jetzt kostet, mit dieser Ausstrahlung und mit dieser Menge an Ausstellungen und so, die wir machen. Das ist auch nur möglich, weil wir es eben als Kunstprojekt betreiben. Und also würde mindestens 3-mal mehr kosten. Also wenn es dieses Projekt nur ein wenig als klassisches Projekt, wie es so gemacht wird in der Schweiz, ein Projekt gemacht wird, dann würde es wahrscheinlich schnell 5-mal so viel kosten. Kann auch sein. Ja, also ist einfach, es hat damit zu tun, dass wir uns nicht eigentlich als Projektdurchführer sehen, sondern wir sehen uns als Künstler mit einer Forschung, die wir eigentlich machen, mit einer künstlerischen Arbeit, wo wir sagen, es ist eine Berufung, es ist gar kein Beruf, oder? Es ist aber ich denke, jetzt kommt schon die Zeit, wo wir stellen auch immer wieder Forderungen, wo wir ein bisschen besser bezahlt werden müssen, weil jetzt kommt dann langsam die Idee auf bei Silas Grenbühl, dass es eine Pensionskasse vielleicht einmal braucht und so weiter. Oder ich habe das Glück, dass ich diese habe in Form von Immobilien, die ich per Zufall kaufen konnte in meiner Karriere. Aber du brauchst das auch, oder? Ja, und ich denke einfach, also ich habe jetzt mit diesen Filmen, oder, die eben jetzt dann fast fertig sind, an denen ich jetzt lange gearbeitet habe, ziehe ich ja auch etwas Bilanz über die letzten 8 Jahre Kunst im Spital, was wir erreicht haben und was wir da uns erarbeitet haben. Und wenn ich das alles so sehe, auch wieder im Verhältnis, ich habe ja eben einen kleinen Lehrauftrag auch an der Hochschule Luzern Soziale Arbeit und bin jetzt noch im Gespräch mit der Hochschule Bern beispielsweise. Wenn ich das so sehe, dann ist es einfach ein Produkt oder eine Geschichte, ein Kunstwerk auch, das einfach auch mehr wert ist, als es jetzt eigentlich finanziell so. Also es ist noch zu viel, es muss noch zu viel improvisiert werden und müssen zu viele kreative Ideen her, damit es noch funktioniert.
Ja, und das ist nicht mehr angebracht jetzt in dieser Qualität und mit dieser achtjährigen auch Erfahrung und wie wir das alles auch reflektieren und aufgearbeitet haben. Das ist mit Sicherheit so. Nur, man kann es ja auch so zusammenfassen, es ist natürlich eine Forschungsausbildungsstätte, die wir jetzt 8 Jahre machen konnten. Du sehr viel in der Praxis, ich auch immer wieder in der Praxis mit Führungen, die jetzt in letzter Zeit nicht mehr so möglich waren, aber ich habe dort viel erlebt, mit vielen Diskussionen natürlich auch und mit Vermittlungen hier im Haus, die jetzt die ganze Zeit auch während Corona stattgefunden haben. Wenn man dieses Volumen an Wissen, was wir da in Erfahrung bringen konnten, als Kunstwerk, als, ich sage jetzt mal, Gesamtkunstwerk Spital, dann ist es so, dass natürlich dank diesem Wissen deine Person vollumfänglich gefragt ist, also in soziale Arbeit und in anderen Orten. Also ich denke, du könntest, wenn du ausschwärmen würdest, hättest du wahrscheinlich schnell mal auch eine Möglichkeit für eine Professur in der Kunst, weil es kaum Leute gibt, die so viel Erfahrungsschatz gesammelt hätten und so weiter. Und auch dort ist es ja dann interessant, dass du tatsächlich etwas zu sagen hättest, weil du aus der Praxis hinaus so viel Wissen erarbeitet hast, oder? Ja, also das fehlt mir eigentlich noch ein bisschen. Also das heißt jetzt zum Beispiel eben dieser Lehrauftrag an der Hochschule Soziale Arbeit, das kommt jetzt tatsächlich hundertprozentig aus meiner künstlerischen Arbeit, die das Spazieren betrifft. Also das hat jetzt in dem Sinne nichts mit dem Spital zu tun. Aber da bin ich jetzt eigentlich an der Arbeit, oder das ist eigentlich mein Ziel, dass das Know-how, das wir im Spital gesammelt haben, das finde ich, muss unbedingt mehr in die Lehre einfließen, weil ich behaupte jetzt, es gibt kaum jemanden, der über so lange Zeit ein so großes Projekt durchgeführt hat, in einer so großen Öffentlichkeit, und alle diese Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben, das müsste unbedingt in die Lehre einfließen. Ja, aber ich bin sicher, dass das in dein Werk einfließt. Also das ist eben interessant, dass man immer denkt, das eine macht man, das andere macht man nicht. Das ist ja, das eine ist ja, du hast vielleicht, man vergisst auch schnell, oder? Wenn man sich zurückerinnert, wir haben ja zusammen diesen Betrieb hier erfunden. Und dieser Betrieb hat ja funktioniert ja in Zusammenarbeit mit der Idee des Kunstwerkes, funktioniert er bis eine gewisse Zeit, dann bricht er und hat ja mehrmals schon gebrochen, oder? Auch mit den Vorschriften von außen, die dazu kommen, die immer wieder Widerstände machen bis zum geht nicht mehr, oder? Das gehört alles an Erfahrungsschatz dazu, das hast du hier im Haus erfahren. Das stimmt, dann hast du Erfahrungsschatz, Kunst im Spital und Anführungszeichen solide Arbeit, die einfließt. Und alles das schlägt sich im Spaziergang, in deinem eigentlichen Hauptkunstwerk, schlägt sich das natürlich nieder. Das ist klar. Alles Erfahrungsschatz. Das ist klar. Ja, nein, ich wollte nur präzisieren, dass ich jetzt da an der Hochschule nicht in dem Sinne irgendwie über Kunst im öffentlichen Raum oder so rede, sondern da geht es wirklich eigentlich einfach ums Spazieren. Aber natürlich kann man das nicht voneinander trennen und alles hängt dann zusammen. Ja. Also in diesem Sinne auch der Erfahrungsschatz beispielsweise jetzt von Kunst im Spital, von diesem KKLB-Erfahrungsschatz des Gesamtkunstwerkes, von der Zusammenarbeit mit dir und mit Leuten, die mich begleitet haben, die vielen Jahre. Dort alles dieser Erfahrungsschatz zusammen, gibt es so viel Material, dass man eigentlich alles, was man macht, jetzt mit diesem Erfahrungsschatz anschaut. Ich habe das gerade wieder ganz kürzlich gesehen mit einer kurzen Diskussion mit dem Bauamt Zursee. Oder? Da geht es zum Beispiel darum, dass sie mich anfragen, Wetz, du hast damals den Wettbewerb gewonnen am Bahnhof, du hast dort die Skulptur Hans Guck in die Luft, muss diese Skulptur erhalten werden, oder wie siehst du es? Und ich bin ganz sicher, dass sie nicht erhalten werden muss. Oder dass eben es wichtig ist,
eigentlich gar keine feste Skulptur mehr an einem Bahnhof zu stellen. Das ist eine interessante Erfahrung, die ich von niemandem anderem außer von uns selber dank der Erfahrung weiß, dass es heute falsch ist, an einem Bahnhof eine Kunstanbauarbeit zu machen, die dasteht. Ja, ich habe gestern ja eben auch gerade Pius Jenny wieder getroffen im Spital. Er ist ja für unser Projekt da zuständig und leitet die ganze Baugeschichte. Und dann haben wir auch über die zukünftigen Bauprojekte geredet jetzt am Spital. Das ist ja das Kinderspital in Luzern, Frauenklinik, Wollhusen und Zuersee, die jetzt als nächstes eigentlich neu gebaut werden. Und da haben wir uns auch darüber unterhalten. Also wir haben ja da ein Grundsatzpapier verfasst mit ganz vielen Grundsätzen, die aus unserer Erfahrung jetzt beachtet werden müssen. Aber ich habe dann nochmal überlegt, was ist eigentlich das Wichtigste, was wir da einbringen wollen. Und das Wichtigste ist eigentlich einfach, dass nicht mehr dieselben Fehler gemacht werden wie früher, wo man einfach zur Eröffnung quasi einen Künstler holt und sagt, und dem sagt, ja, mach irgendeine Kunst am Bauarbeit und dann wird die realisiert. Und dann steht die da 30, 40 Jahre rum und niemand weiß, was das soll. Eigentlich ist mein Hauptziel, einfach das zu verhindern. Und alles andere, was dann im Detail und was man dann noch besser und so machen könnte, da haben wir auch einen Plan und das wäre schön, wenn man das machen kann. Aber das wäre dann wie ein zweiter Schritt. Das Wichtigste ist eigentlich einfach, diesen Fehler zu verhindern, weil das ist einfach, das macht null Sinn, oder? Aber ich habe gemerkt, dass es nicht so ganz einfach ist, es zu artikulieren. Es braucht schon noch ziemlich viel Hintergründe, die wir dann tatsächlich vermitteln müssen. Jetzt innerhalb vom Spital sind natürlich Leute betroffen, die das besser nachvollziehen können, Schritt für Schritt. Aber wenn wir jetzt mit dieser Erkenntnis zum Beispiel zum Bahnhof Sursee gehen, dann ist es so, dass man die Bewegung eines Bahnhofs, wie es heute ist und wie es früher war, eigentlich wie erklären muss. Also du hattest früher eine Bahnhofshalle gemacht, in Luzern beispielsweise, du hast dort viel Kunst integriert, das sind auch kunsthandwerkliche Arbeiten, die man integriert hat, oder auch Kunstwerke, die man integriert hat, oder auch im Bahnhof Zürich, in der Halle und so weiter, sehr wichtige Kunstwerke integriert sind. Aber dass das in Zukunft mit dem ständigen Wechsel, ständigen Umbau, was ein Bahnhof eben hat, man hat angenommen, so und so viele Leute gehen auf den Bahnhof damals, das hat überhaupt nicht gestimmt, es waren dann ganz andere Mengen von Leuten, die Verkehrsabwicklung hat sich total verändert, die Stadt Sursee beispielsweise beim Bahnhof hat intensiv Bauereien erlebt, die Straßenverhältnisse müssen ändern und so weiter. Und da ist ein statisches Kunstwerk eigentlich immer falsch. Ja. Es muss ein Kunstwerk sein, das mehr Flexibilität hat, das vielleicht auch nicht gebaut wird, jetzt gebaut wird und nachher ist es so, sondern es muss so sein, dass es eigentlich eine Bewegung mitmachen kann, dass es eine Flexibilität in sich besitzt. Also den Begriff, den ich jetzt immer verwende, ist lebendig. Es muss lebendig sein. Es muss lebendig sein, Schlussendlich kommt es darauf an, eigentlich müsste man es ja sauber anschauen, was ist eigentlich das Ziel davon. Also ich weiß, dass man sich in der Kunst immer etwas schwer tut mit Zwecken und so weiter, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, verfolgt man ja, wenn man jetzt Kunst am Bau macht, ja ein Ziel. Und wenn jetzt das Ziel einfach heißt, wir wollen einen Künstler fördern, dann, und wir wollen möglichst wenig Arbeit damit haben, dann ist die Umsetzung natürlich so, wie das klassisch bis jetzt gemacht wurde. Man macht einen Wettbewerb, holt einen Künstler und lässt ihn irgendeine Arbeit machen. Dann hat man einen Künstler gefördert und man hat am wenigsten Arbeit, es gibt einmal ein bisschen was zu tun und dann hat sich das erledigt. Wenn man jetzt aber davon redet, dass Kunst eigentlich etwas Interessantes ist für eine Gesellschaft, im Sinne auch von Reflexion, im Sinne von Inputs, im Sinne von, dass etwas geistig auch geschehen soll oder so, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, wenn man das klassisch macht. Dann muss man eben schauen, dass es lebendig ist. Dann, wenn man so angeht, unter diesen Gesichtspunkten, dann hat, wenn du an den Bahnhof Sursee gehst und sagen wir,
5 Wochen lang immer Montagmorgen früh verteilst du allen Pendlern ein Gipfeli und einen Kaffee, dann hat das den viel größeren Einfluss auf diese Punkte als eine Kunst am Bauarbeit. Oder? Ja, das geht auch genau in diese Richtung, mein Denken, wenn ich jetzt an den Bahnhof Zusee denke. Oder? Es geht darum, natürlich das Publikum in eine Konfrontation des nicht normalen Alltags zu bringen, um sie aufmerksam zu machen, dass es noch wie eine andere Welt gibt. Es gibt noch eine Welt der Kunst, die anders reagiert und so weiter. Das mit dem Gipfeli und Kaffee geht genau in diese Richtung, dass man eben etwas macht, das den Alltag überraschen kann, was dann auch tatsächlich eine Wirkung hat. Weil es ist ja jetzt, wo sich die Architektur verändert hat, wo sich die ganze Geschichte der Geschwindigkeit einer Anpassung in der Architektur verändert hat. Die Architekten schaffen zum Beispiel heute ein Haus, das total fertig ist. Ich habe das gerade jetzt bei Arecker Budisolz gesehen, dort im Bürogebäude gab es früher ein Kunstwerk von mir im alten Bürogebäude. Jetzt bin ich das neue Bürogebäude anschauen gegangen, weil es dort auch ein Bedürfnis gibt, den Wetz wieder zu integrieren. Da muss ich sagen, dort habe ich mit einer klassischen künstlerischen Arbeit nichts mehr verloren. Der Architekt hat das Haus übermäßig selber in der Ästhetik ausgeführt, in einer Perfektion, wo es auch mit entscheidenden Fenstern zur Aussicht und so weiter, da habe ich gar keine Chancen mehr, dort drin ein Bild zu malen. Es ist ein fertiges Haus. Ja. Es geht mehr darum, eine Reaktion zu machen, wie man den Alltag des Bewohners oder des Benutzers dieses Hauses, also der Büroarbeiter oder der Besucher, der kommt, überraschen kann mit einer Arbeit, die vielleicht auch dort aufgehängt wird. Aber sie muss eine Beziehung finden und sie muss auch eine Flexibilität haben. Das heißt, sie darf zum Beispiel auch wieder verschwinden. Oder? Ja, das ist ganz wichtig, weil die Architektur, das sehen wir ja auch im Spital, oder? Es gibt ja da Gebäude, die sind 50, 60 Jahre alt. Die ist ja statisch zum einen großen Teil. Die hat eben dieses Problem, sage ich jetzt mal aus unserer Sichtweise, dass man so weit vorausdenken muss, dass man weiß, dieses Gebäude ist 50 Jahre in Betrieb und das ist extrem schwierig. Das sehen wir bei diesen Gebäuden, die jetzt so alt sind. Die genügen ja den heutigen Standards überhaupt nicht mehr. Und eigentlich gibt es keinen Grund, wieso die Kunst sich denselben Schwierigkeiten unterwerfen muss. Weil genauso gut kann man sagen, wenn ich dieses Budget zur Verfügung habe, dann teile ich das durch 5 und mache halt alle 3-4 Jahre eine neue Arbeit und dann habe ich 20 Jahre lang haben wir immer wieder was Aktuelles, was reagiert, was mit den Menschen zusammenarbeitet, was den Mitarbeitenden wieder zeigt, was hat das jetzt mit mir zu tun, mit meinem Alltag und das eben lebendig ist und das ist ja gar kein Problem, das so zu machen. Es gibt eigentlich keinen Grund, wieso man das anders machen müsste. Ja, es gibt vielleicht einen Grund, dass es halt, wie du gesagt hast, einfacher ist und abgeschlossen ist. Das ist das, was man natürlich in einer Zeit, auch heute noch, wie immer schon, sucht, dass etwas wie abgeschlossen ist, oder? Aber es ist eine Illusion. Die Wirklichkeit ist dann so, dass dieses Kunstwerk dasteht und es verwahrlost. Es wird weder gepflegt noch vermittelt. Ja. Es steht einfach da. Es steht oft im Weg statt am Weg. Das kommt auch noch dazu. Und dass es so auch oft sogar wie im Spital viel passiert, total verschwindet, dass es gar nicht mehr auffindbar ist, dass es wegkommt, dass es Schaden nimmt, gar nicht gepflegt wird. Und niemand weiß, was das überhaupt ist. Eigentlich eine unglaublich schlechte Werbung für die Kunst darstellt. Oder? Man denkt, ach, dieses Scheißding kommt ständig in den Weg und so weiter. Und das ist, ich glaube, es ist wirklich wichtig zur heutigen Zeit, mit unserer Erkenntnis da Einfluss zu nehmen. Nur, ich sage dazu Folgendes, das Gegenüber muss ziemlich Zeit aufbringen. Das ist vielleicht das Problem im Spital jetzt weniger, aber andernorts
ist es schon so, dass jetzt eine Stadt Zursee beispielsweise sich damit befassen muss, was tatsächlich da die neue Idee ist, oder? Weil ja, genau, und dann sind wir aber wieder bei dem Punkt eben, wo ich dann finde, eben niemand anders oder fast niemand anders hat jetzt eben diese Erfahrungen sammeln können und das muss unbedingt halt jetzt einfließen, weil aus unserer Sicht mit dieser Erfahrung ist es so glasklar, also es gibt überhaupt gar keinen Zweifel. Es ist glasklar und es ist nicht nur uns glasklar, das ist doch etwas, was wichtig ist zu sagen, sonst denkt man, die haben also schon noch viel Selbstvertrauen. Nein, es ist dann glasklar, wenn wir das anhand von praktischen Beispielen vermitteln können. Ja, und das passiert hier im Haus beispielsweise, wo wir die Auseinandersetzung mit Kunsthistoriker, mit Leuten aus auch der Kunstorganisation und so weiter anschauen können. Dort passiert es, dass es sofort ein Umdenken gibt. Aber die Wirklichkeit ist so, diese Leute, die am Schalthebel sind, das sind oft Leute, die vollständig eingebunden sind in ihre, auch also jetzt schon eine Überforderung, dank Corona noch viel mehr, eine Überforderung haben, dass sie nicht bereit sind, ihr Denken jetzt noch in eine neue Richtung zu bringen. Das stelle ich fest. Es ist nicht so, dass eine Diskussion möglich ist. Man ist so oder so schon überlastet. Oder? Das sehe ich als ganz grosses Problem. Aber das kann ja, aber es ändert nichts an der Situation. Ändert nichts an der Situation. Wir ja. können nicht anders, als uns dafür einzusetzen, weil es eben das Einzige ist, was Sinn macht. Und genau. Ob wir es dann schaffen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist ganz wichtig zu wissen, glaube ich, dabei nicht zu verzweifeln, wenn man es nicht schafft. Oder? Ja, ja, klar. Wir haben ja zum Glück, sage ich jetzt, ein Bild, das wir hier malen können, das wir sehr eigenständig malen können. Der Einfluss von außen kommt natürlich auch immer wieder, juristischer Art und so weiter, so weit, dass man das Haus sogar eine Zeit schließen muss, aus wirklich juristischen Gründen, dass man nicht weiter verfolgt werden kann und korrigiert werden kann. Das ist in diesem Fall war es wichtig, so haben wir das Gespräch angefangen. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht, deshalb zu verzweifeln, sondern wir leben ein ganz kurzes Leben der Kunst hier, aber wir sind eigentlich in einer Eigenverantwortung, dies in Ehrlichkeit zu machen und auch alle Sachen, die dann halt nicht unbedingt positiv als Resultate daherkommen, auch zu tragen. Wir müssen das trotzdem tragen. Natürlich, ja. Aber das ist ja auch dann auf der anderen Seite auch ein Stück weit, das ist auch wieder befreiend. Also finde ich. Also mir ist klar, das habe ich eben gestern auch mit Pius so besprochen, oder? Es ist klar, dass da bei solchen Neubauten kommen so viele verschiedene Ansprüche, die zusammenfließen. Und natürlich hat der Architekt das Gefühl, er weiß, wie man es machen muss. Der mit der Signaletik hat das Gefühl, er weiß, wie es sein muss. Dann kommen wir mit der Kunst, die wissen, wie man es machen muss. Und es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und schlussendlich ist das, habe ich Pius auch gesagt, schlussendlich muss er oder das Spital muss einfach eine Haltung einnehmen, wie sie es haben wollen. Und dann, das liegt dann nicht bei uns, das zu entscheiden. Ja, ja, aber bei uns liegt es der großen Einfluss zu machen. Ja, also, natürlich. Man kann es gerade das machen wir sehr natürlich. Einfach vergleichen kann man diese Geschichte, wie sie eigentlich ist, Architektur, Kunst und so weiter, kann man beim Kunsthaus selber am besten sehen, oder? Also lässt man einen Enzo Piano allzu viel machen, dann kommt er zuletzt auf ein Resultat einer Tennishalle, frech gesagt, wo dann diese Kleearbeiten, für das wurde ja das Haus gebaut, grundsätzlich aussehen wie Briefmarken, oder? Wo es riesige Hallenwirkungen hat und das Bild selber dann gar nicht mehr die richtige Wirkung hat. Es hat nicht mehr den Saal, der eine bisschen Kleinordnung haben muss, dass das Bild von Klee noch wirklich wirkt, oder? Das ist das eine Beispiel. Und das andere Beispiel, Enzo Piano, ist das Beispiel von Beiler, wo er auch gebaut hat, in einer riesigen Perfektion. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass
dass Beyeler Ernst natürlich ganz perfekt diesen Architekten begleitet hat. Oder? Und ich glaube, dort liegt der Sinn der Sache, dass wir als Künstler viel mehr mit unserem Wissen die Begleitung machen sollten bei Bauten. Ja, genau. Aber dann sind wir wieder dann wieder bei dieser Geschichte, eben wieso ich auch immer versuche, wie jetzt auch mit diesen Filmen oder mit Konzepten und so weiter, eben die Sprache eben quasi des Managements zu sprechen. Weil ich glaube, eben wenn wir das wollen, dann können wir eben nicht uns hundertprozentig als Künstler verhalten, sondern dann müssen wir eben ein bisschen die Sprache, sage ich jetzt mal, dieser Menschen sprechen, die da eben dann das entscheiden und so und lernen, uns so zu artikulieren, dass es eben für diese Menschen Sinn macht. Sonst funktioniert das eben auch nicht, oder? Weil sonst wird man dann nur als schräg und vielleicht auch gar nicht ernst genommen. Und das geht dann wieder darum, eben, dass ich gesagt habe, dass sie eben das kleinste Risiko quasi wählen. Die müssen eben dann Vertrauen haben und die müssen das verstehen und die müssen sehen, ah, das ist jemand, der das eben auch so artikulieren kann, dass es in unserer Welt Sinn macht. Also wir müssen dann irgendwie das so vermitteln können, dass es dann in dieser geschäftigen Welt des Managements, wie man ein Spital organisiert, eben da Sinn macht. Wir müssen das so argumentieren können, damit wir diesen Einfluss nehmen können, glaube ich. Gut, jetzt könnten wir einmal kurz, wenn wir das so ausgelegt haben, könnten wir kurz eine Reflexion beispielsweise von Martin Heller, der unterdessen verstorben ist, der ein wichtiger Begleiter für mich war. Ich habe dort überhaupt gelernt, was ein Museum sein könnte. Damals in der Kommission, als ich mit ihm zusammenarbeiten durfte, für verschiedene Museen, auch Museum Suse im Entwurf, in der Ausführung ist es ja nicht in diesem Sinn gekommen, wie wir es geplant haben. Es ist dann massiv gespart worden und heute sieht man das Resultat, es ist ein Teil, macht man nur, kann man nur machen, weil die Finanzen eigentlich nicht reichen so und so weiter und so weiter. Aber einfach mit Heller habe ich sehr viele Museumsfragen, inklusive Expo, immer alles angeschaut und er hat eines Tages die Frage gestellt, warum seid ihr so erfolgreich, oder? Wir haben manchmal im Alltag, weil wir ja immer auch irgendwo wieder scheitern, vergessen, dass wir eigentlich eine Erfolgsnummer sind, Silas Krähenbühl und Wetz. Und das habe ich ja hier bei Führungen mit Fachleuten, aber auch mit Nicht-Fachleuten auch, oft erfahren, dass wir für unsere Leistung, die Gesamtleistung, die wir machen, inklusive Atelier Berlin und inklusive allen Details, Kunsthaus Suse beispielsweise, das frechste Kunsthaus der Welt, wie kürzlich ein Kunsthistorikerin gesagt hat, oder? Wenn man das alles zusammenzählt, sind wir ja eine große Erfolgsnummer. Und trotzdem sind wir eigentlich ständig am Scheitern. Das ist noch eine interessante Feststellung, wo man sich fragen kann, machen wir es richtig oder machen wir es falsch? Ich glaube, natürlich ist das immer im Moment vielleicht wieder unangenehm oder so, oder man ist unsicher, aber wenn man es wieder mit etwas Abstand betrachtet oder so, macht man das dann natürlich in dem Sinne richtig, weil ich meine, eigentlich verursachen wir das ja auch immer wieder selber, dass wir ja nie einfach, wenn wir jetzt einen Weg eingeschlagen haben und der funktioniert, dass wir dem dann einfach folgen, sondern also mir persönlich geht das ja auch so. Ich brauche ja dann immer wieder die Herausforderung und wieder dahin zu gehen, wo ich eben noch nicht war, und das beinhaltet halt dann eben dass dieses, was du jetzt vielleicht mit Scheitern betitelt hast oder so. Also es ist ja wie, also wenn man was Klassisches gesucht hätte, hätte man was Klassisches gemacht, aber das liegt irgendwie nicht in meiner Natur. Deshalb gehört dieser Weg so dazu, also kann gar nicht anders sein irgendwie.
Also in diesem Sinne könnte man sagen, wie es weitergeht, weiß eigentlich niemand so ganz genau. Nein. Und, ja. Und eigentlich haben wir im Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, nie etwas anderes gesucht. Wir haben immer nur eigentlich gefunden statt gesucht. Wir haben immer gemacht und versucht eigentlich das zu genießen, was wir machen. Und ja. Insgesamt, glaube ich, ist es uns nicht so schlecht gelungen. Ja, insgesamt ist es uns sehr gut gelungen, würde ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ja, ich auch nicht. Kann man nicht.